Grenzenloser Jubel brandete auf, als Freitagabend im Tirolberg in Schladming die erste österreichische WM-Medaille gefeiert wurde. Und natürlich ließ es sich die Tirolerin Nicole Hosp nicht nehmen, ihre Bronzene auf heimatlichem Boden im Tirolberg zu feiern. Nach harten Jahren ohne Erfolge war die Freude bei der Weltmeisterin von Aure über den dritten Platz in der Superkombi von Schladming riesengroß. Ja, es ist natürlich umso schöner. Es ist einfach befreiend und beflügelnd und ja, ich bin überglücklich. Für ihr nächstes WM-Rennen fühlt sich Hosp fit. Ja, ich kann ganz locker drauf losfahren. Ich habe meine Medaille und ich werde voll Gas geben und hoffen, dass noch ein anderer dazukommt. Für den Vater von Nicole, Hans Hosp, war das Rennen eine nervliche Strapaz. Ich war sehr nervös und mir hat es ziemlich hergerissen. Michaela Kirchgasser belegte in der Superkombi den undankbaren vierten Platz, zeigte sich im Tirolberg aber dennoch gut gelaunt. Planen kann man so Sachen nie und meine beste Platzierung in der Kombi die letzten Jahre ist auch schon eine Zeit her. Deswegen von der Platzierung her ist es ja durchaus okay, dass es gerade die WM und dann eine Heim-WM ist, hat schon geschmerzt. Die erste WM-Medaille für Österreich ist für das gesamte ÖSV-Team extrem wichtig, zeigt sich die ehemalige österreichische Skirennläuferin, Doppelweltmeisterin Alexandra Meisnitzer überzeugt. Die Medaille heute bei der Superkombination war einfach unheimlich wichtig, weil natürlich gleich einmal am Anfang, wenn es nicht funktioniert, eine gewisse Unruhe entsteht, wobei ich niemals zweifle an den Athleten, sondern ja, das einfach das ganze Umfeld, auch was die Presse anbelangt, wo ich mittlerweile dazugehöre, ja, die Vordermedaille. Und jetzt haben wir Gott sei Dank in Österreich die erste und ich denke mal, jetzt werde ich in den nächsten Tagen hoffentlich die zweite, dritte, vierte folgen. Mit der WM-Feier für Nicole Hosp bewies Tirol einmal mehr die Emotion für den Wintersport. Von der Stimmung im Tirolberg ließen sich alle anstecken. Ja, es ist immer wieder schön, in Tirolberg zurückzukommen. Ich meine, es ist einfach Heimat und das spürt man da so viel und ja, es ist immer wieder schön. Ja, wie immer, es ist wirklich, es sind total nette Leute da, es ist ein Gaudi, es ist gemütlich eingerichtet, man fühlt sich einfach wohl und kann man einfach nicht außen vorbeigehen. Es ist, tut mir leid, das müsst ihr anders machen.